Raten Sie mal, wen ich angerufen habe, um Sie als vermisst zu melden. Sie machen sich viel zu viele Sorgen, Renfield, das habe ich schon immer gesagt. Nein, 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 nein. Mit Sorgen hatte das nichts zu tun. Wir reden hier über Trauer. Ich dachte, Sie seien tot. Das wäre ich auch beinahe. Hatten Sie etwa einen Skiunfall? Wieso? Sehe ich vielleicht so aus? Entschuldigen Sie, aber es ist nun mal nicht Ihre Art, sich zwei Tage zu verspäten, wenn Sie sagen, dass Sie auf dem Weg sind. Ich konnte nicht raus aus dem Land. Das Wetter war miserabel und einige andere Dinge auch. Tut mir leid, dass Sie Ihre Reise unterbrechen mussten. Ich habe Sie vor allem wegen Craig Hunt und den Ebersole-Verhandlungen gesucht. Ich konnte diesen Mann auch nie leiden und daran hat sich nichts geändert. Es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn es ihm zu öde war, sein Geld mit Arbeit zu verdienen und er uns versetzt. Nein, das hat er nicht. Was macht Sie da so sicher? Der Umstand, dass er bei mir war. War es bei Ihnen? Und Kelly? In Argentinien? Woher sonst hätte ich diese Papiere, die ich unterzeichnen sollte? Na ja, ich nahm an, er faxt sie, nachdem er herausgefunden hatte, wo sie waren. Ich meine, ich hatte nicht erwartet, dass er dahin fliegt. Tja, offensichtlich haben Sie sein Pflichtbewusstsein unterschätzt. Und jetzt holen Sie mir Ebersole an die Strippe. In Ordnung, ich will versuchen, etwas Porzellan zu kitten. Da wäre übrigens noch etwas. Was? Deborah London ruft seit gestern früh unaufhörlich an. Es geht um einen Kommentar zu ihrer Dokumentation. Nicht schon wieder. Ich muss sagen, sie klang richtig verzweifelt. Anscheinend hat sie heute Abgabetermin. Ja, verzweifelt, so klingt sie immer. Sie haben ihr hoffentlich gesagt, dass ich bis zur Jahrtausendwende beschäftigt bin. Naja, das gerade nicht. Sie sagte, es würde höchstens 10 Minuten dauern und dass sie einen Wagen schicken würde. Ich fand, das klang annehmbar. Was denn? Ich soll noch heute dahin? Pünktlich um 6. Ich werde das Gespräch für Sie anmelden. Bist du fertig, Schatz? Ich kann's nicht erwarten, dein neues Ich zu bewundern. Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnt werde. Ich meine, du stehst da wie Robert, du bewegst dich wie Robert. Ich will deine Stimme hören, sag etwas. Ich bin keine Rummelplatzattraktion. Es geht mir doch nur um den vollständigen Eindruck. Ich bin zutiefst beeindruckt von dir. Siehst du das denn nicht? Nur dafür lebe ich, Darling. Hey, was hast du? Gar nichts. Ich verstehe dich nicht. Wir haben seit Monaten auf diesen Tag hingearbeitet. Du warst es, der Druck gemacht hat. Du warst es, der unbedingt zu einem Ende kommen wollte. Ich bin fertig, also lass es gut sein. Nein, sag mir jetzt, was los ist. Ich glaube kaum, dass du dir je Gedanken darüber gemacht hast, dass du das vielleicht aus einem beschränkten Blickwinkel siehst. Wovon redest du überhaupt? Ich bin im Begriff, in diesem Moment vor meinen Zwillingsbruder zu treten, den ich nie zuvor gesehen habe, außer auf Bildern und auf Videos. Denk mal kurz darüber nach. Tut mir leid. Ich schätze, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie das für dich sein wird, aber... Quinn, du hast einen Job zu erledigen. Werd nicht in der letzten Minute Nur noch keine schlafen. Sorge, was meinen Job angeht. Sieh du zu, dass du Robert herkriegst und er auch bleibt. Ist schon so gut wie erledigt. Und wenn ich mit ihm fertig bin, wirst du hineinspazieren in sein Luxusleben und so richtig in die Vollen greifen. Nur vergiss nicht, mir genug übrig zu lassen, um nach Tahiti zu gehen. Wie, du meinst, ich soll dich mitnehmen? Da liegst du verdammt prächtig. In einem Baströckchen. Sehe ich ausgesprochen reizend aus. Oder ohne eins an, was dir lieber ist. Nun, ich habe meinen Bruder noch nicht gefunden, Big Bitter. Ja, sobald ich es tue, werde ich sie anrufen, okay? Na, und ob ich ihn fragen werde, was er sich dabei gedacht hat, den Kerl anzuquatschen, der die Bombe gelegt hat. Ja, aber sicher. Wow, du hast meine Nachricht erhalten. Ja, suchst du Rick? Ja, das heißt vielmehr Tawny. Sie weiß eigentlich, wo er ist, aber sie ist auch vom Erdboden verschwunden. Oh, das klingt nicht erfreulich. Vielleicht sollten wir uns setzen und wir trinken etwas. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann das jetzt nicht schleifen lassen, Schatz. Ich muss herauskriegen, was da vorgeht. Ich glaube nicht, dass mein Bruder die einzige Person ist, die gestern Abend mit unserem vermutlichen Bombenleger gesehen hat. Du bist wirklich ein ganz toller. Erst bestellst du einen her und jetzt rennst du schon wieder weg.
Ja, ich weiß. Tut mir leid, dass du den weiten Weg umsonst gemacht hast. Du sollst dich nur schuldig fühlen. Ich hätte sowieso hierher gewusst. Ich treffe der Schnickel. Der Schnickel? Der Schnickel? Ja, da staunst du was. Das hört sich interessant an. Trifft sich doch bestens. Also, wenn du ihn siehst, kannst du versuchen, ihm ein paar Informationen zu entlocken. Wo sich die Blue Sky Brigade das nächste Mal versammelt. Ich werde dir ganz ausführlich berichten. Finde du erst mal, Rick. Ich liebe dich. Ich auch. Ich hoffe, er sagt mir, dass er nicht wusste, mit wem er sich da unterhalten hat, wen er vor sich hatte. Woher hast du denn meine Bärenkralle? Ich habe sie überall gesucht. Um Himmels Willen, Augusta, lüge mich bitte nicht an. Ich könnte nicht lügen, selbst wenn ich es wollte. Ich habe das gefunden, wo du es fallen gelassen hast, im Tunnel. Was hat das alles zu bedeuten? Es ist mir klar, dass wir im Laufe der Jahre immer wieder unsere Unstimmigkeiten hatten, aber... Das ist meine Meinung. Nur beantwortet das nicht meine Frage. Du hast meinen Glücksbringer in diesem Tunnel gefunden. Wann? Heute Nachmittag. Du nimmst an, dass ich ihn dort habe fallen lassen. Wann? Vor Monaten? Oder auch vor ein paar Tagen. Augusta, ich habe nichts anderes im Sinn, als die Sache aufzuklären. Ganz offensichtlich willst du mir da was unterstellen. Ich weiß nicht, was ich im Moment von dir denken soll. Wer weiß, vielleicht habe ich dich unterschätzt. Vielleicht kommst du nicht von der Vergangenheit los. Vielleicht gibt es Dinge, die du mir bis jetzt nicht vergeben hast. Du kannst mir glauben, du hast in der Vergangenheit nichts gemacht, womit du mich so verletzt hast. Also hör endlich auf damit! Wie ist dieses Ding dorthin gekommen? Sag's mir einfach. Wieso lag es hinter dem Eingang auf dem Boot? Wir sind mehrere Male dort unten gewesen. Es ist also durchaus möglich, dass ich es verloren habe. Du hattest es nie bei dir. Vielleicht doch. Das ist mein Talisman. Du scheinst vergessen zu haben, was ich da unten gemacht habe. Dir unermüdlich bei dieser verrückten Idee zu helfen mit großem Risiko für meine Reputation und meine Beziehung zu meiner Tochter. Gott allein weiß, was ich sonst noch aufs Spiel gesetzt habe. Würde ich sowas riskieren, wenn ich Gemälde im Wert von 250 Millionen Dollar hätte? Warum bin ich nicht irgendwo auf der Welt und genieße die Früchte meiner kriminellen Arbeit in einem Schloss? Ich habe nur auf das reagiert, was ich sehe. Und wenn das, was ich sehe, falsch ist, dann erzähl mir etwas, dem ich Glauben schenken kann. Wenn ich zu einer solchen Infamie wirklich in der Lage wäre... Würde es mir den dummen Fehler erspart haben, dich überhaupt zu heiraten? Oh, danke. Das ist eine Sache, die du noch nie gemacht hast, unsere Ehe in den Dreck zu gratulieren. Das ist dir gelungen, indem du mich Diebin genannt hast. Ich geh gleich. Sag mir nur eins, wie kam es dahin? Ich sage dir nichts, du verdienst es nicht, die Wahrheit zu hören. Deine Meinung steht ja schon fest. Also arrangiere dich mit den Konsequenzen, aber erwarte nicht, dass ich dir verzeihe. Wie ist es gelaufen mit Ebersol? Na ja, er redet noch mit uns, aber ziemlich ungern. Kant wird noch einiges ausbügeln müssen. Was möglicherweise seine einzige Stärke ist. Das und absolute Unverschämtheit. Ich kann auch immer nicht glauben, dass er in Argentinien war. Welch eine reizende Gruppe das gewesen sein muss, die drei Amigos. Gehen Sie nicht das Risiko ein, mich zum Gegner zu haben, Renfield. Ich bin schon verärgert genug über Ihre Zusage zu dieser Fragestunde mit Deborah London. Es wird diesmal keine Fragestunde sein. Sie braucht sie nur, um Neuaufnahmen von einigen Passagen zu machen. Gut, wenn es nicht anders geht, können wir es hier machen. Was soll der Unsinn, einen Wagen zu schicken? Das hat sie mir erklärt. Was? Sie sagt, es sei zu unruhig durch die Telefonate hier drin und den Hafen vor der Tür. Sie braucht Ruhe für die Aufnahmen und deswegen hat sie sie zu sich bestellt. Hören Sie, der Wagen wird auf Sie warten. Sie gehen rein, sprechen Ihren Part und sind wieder hier, bevor Sie Also starten. Besser wäre es für Sie, sonst ist hier nämlich der Teufel los. Und warten Sie, wer es zu spüren kriegt. Irgendwie wusste ich, dass ich heute nach Los Angeles hätte fahren sollen. Ganz recht. Sie sollten sich dort mit Packer treffen, oder? Überreden Sie ihn, mit uns in den Schiffsbau zu investieren. Ja, nur hat er heute Morgen abgesagt und keinen neuen Termin vereinbart. Wäre es möglich, dass ihm jemand was gesteckt hat? Was zum Beispiel? Nichts. Nichts weiter als Gerüchte. Ich kann mir nur nicht erklären, warum er es hinauszögert. Es sei denn, er hätte kalte Füße gekriegt. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter.
Brandon ist ein Junge, der bei mir das Gefühl auslöst, dass mir eine Menge entgeht, weil ich selbst keinen eigenen Sohn habe. Und ja, vielleicht solltest du dir ein nettes Mädchen suchen, statt dich mit verheirateten Frauen rumzutreiben und behaupte jetzt ja nicht, dass das nicht stimmt. Beruhige dich, ja? Übrigens, ich glaube, dass diese Beziehung wohl gelaufen ist. Was ist passiert? Hat sie sich einen anderen gesucht? Oh, du verstehst es wirklich, mich aufzubauen, Gina. Ich glaube nur, dass eine Frau, die ihren Gatten betrügt, auch ihren Liebhaber betrügt. So ist das nun. Gina, du weißt nichts über sie. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass ihre Beziehung glücklich ist. Ich glaube, sie versucht, sich daraus zu lösen, nur aus irgendeinem Grund. Kann sie es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Das klingt ja gerade so, als wärst du ihr Psychiater. Ich versuche bloß, ein Freund zu sein. Aber leider macht sie es mir nicht leicht. Gehst du vielleicht meinetwegen? Naja, ich will dich nicht in Versuchung führen. Jetzt, wo du gelernt hast, eine Szene öffentlich zu inszenieren, mag es zu riskant sein, wenn wir uns im selben Restaurant aufhalten. Ich denke, diese Szene neulich war demütigend und sehr traurig. Besonders als du dich mit dieser jungen Psychologin ausstaffiert hast. Wozu solltest du einen Psychiater brauchen? Dein Hirn ist zu klein, um noch zu schrumpfen, Cici. Oh. Wer ist es denn, der hier so große Reden schwingt nach der vorbildlichen Lebensweise während der letzten 6 Monate mit dem Möchtegern-Fellini? Als ob der ein Geschenk Gottes für den heutigen Film wäre. Manchmal erinnert er mich an den Barkellner, den du vor ein paar Jahren mal hattest. Wie hieß er noch? Das reicht, es ist genug, Archie, wenn du nicht gehst, wenn ich bin. Nein, du bleibst hier. Ich verschwinde. Ich werde dich tun lassen, was du so gern tust. Viel Vergnügen dabei. So bin ich zu dir, damit du alle Sorgen deinem alten Freund Lionel anvertrauen kannst. Hey, Mr. C. Alles in Ordnung? Geht es dir gut? Ja, ich möchte nur so schnell wie möglich hier raus. Hast du heute zufällig meinen Bruder gesehen? Rick? Nein, den habe ich nicht gesehen. Und du bist sicher, dass bei dir alles in Ordnung ist? Ich will nur ein bisschen an die Luft. Das ist gut, alles. Ich bin übrigens gerade unterwegs runter zum Strand, um Eden abzuholen. Hast du Lust mitzukommen und guten Tag zu sagen? Das würde ich gerne, danke. Gut. Möchtest du vielleicht lieber etwas allein sein? Nein, absolut nicht. Keineswegs. Würdest du dich bitte setzen? Schön, dass du da bist. Ich hab was für dich. Der war von deinem Vater. Oh. Ich soll dich von ihm grüßen, er musste schnell weg. Ah, wohin denn? Hat er nicht gesagt, aber er wird mich für ein paar Tage nicht brauchen. Also habe ich mir gedacht, wir könnten eine kleine Reise machen, wenn du nichts dagegen hast. Wohin denn? Die Blue Sky Brigade hält zurzeit ein Seminar ab in einem Ort namens Asiloma. Ich überlege, ob wir da vielleicht... Was? Was soll dein plötzliches Interesse für die Blue Sky Brigade? Die Demonstration gestern Abend hat mich nachdenklich gemacht. Mutter Erde ist in großen Schwierigkeiten und wir sollten uns alle engagieren. Das gilt auch für dich und für mich. Da hast du recht, es ist nur... Ich weiß nicht, sie sind mir ein bisschen zu militant. Du musst ja nicht mitkommen, ist okay. Ich bleibe nicht lange da, aber ich werde dich vermissen. Du willst doch jetzt nicht gleich los, oder? Glaube ich eigentlich nicht, wenn du was Besseres vorhast. Weißt du, wir könnten die Nacht hier verbringen, wenn du willst. Ja, das wäre... Okay. Ich muss nur eine Verabredung absagen. Ich bin sofort wieder da. Okay, und beeil dich. Das ist doch der Typ mit der Bombe gestern. Was ich empfinde? Ich bin stocksauer, das empfinde ich. Und wenn einer denkt, dass die Blues sich zurücklehnen und das einfach hinnehmen, hat er die Rechnung ohne uns gemacht. Weil wir rausfinden werden, wer hinter der Bombe steckt. Und wir werden rausfinden, welcher gierige Industrielle ihn dazu angestiftet hat. Sie haben eine Vermutung, wer möglicherweise dahinter steckt. Ja, allerdings.
Glauben Sie mir, Sie sind die letzte Person, die ein Interesse daran haben könnte, dass ich Namen nenne. Wieso? Meinen Sie etwa, ich wüsste nicht, dass Sie eine geborene Capwell sind? Was hat meine Familie damit zu tun, dass gestern Nacht eine Bombe gelegt wurde? Wieso fragen Sie nicht Ihren Vater oder Ihren Bruder Mason? Weil ich Sie frage, Mr. Nichols. Ich denke, Sie sollten Fakten haben, bevor Sie anfangen, abstruse Andeutungen zu machen, denken Sie nicht? Oh, anscheinend kommt Besuch für Sie. Und der sieht eindeutig nach einer weiteren Capwell aus. Hallo, ich hatte keine Ahnung, dass du zurück bist. Ich muss sofort mit dir reden, allein. Ich bin mitten in einem Interview. Ist mir egal. Das kann nicht warten. Ich verstehe dich nicht. Ach, schön. Dann ist das Interview wohl zu Ende. Nein, bitte warten Sie. Ich möchte dir... Das ist der Schnickels. Ich weiß. Ich brauche nur 10 Minuten mehr nicht. Ich kann jetzt doch nicht einfach... Es kann nicht warten, Eden. Ich bin es leid, immer nur am Ende deiner Prioritätenliste zu stehen. Macht es Ihnen was aus, auf mich zu warten? Wie wäre es, wenn Sie einen Drink an der Bar nehmen würden? Bitte. Ich möchte auf unser Gespräch nicht verzichten. Okay. Wieso machst du aus mir einen Idioten, Kelly? Weil du genau das mit mir tust. Wovon redest du, sag mal? Was soll das? Das müsstest du dir doch denken können. Ich rede von Roberts Brief. Und frag jetzt nicht, welcher Brief. Weißt du das von Robert? Nein, ich habe ihn gefunden. Gefunden? Wie konntest du ihn finden? Er war bei uns zu Hause in einer Schublade vom Schreibtisch. Ist es wirklich wichtig, wie ich ihn gefunden habe? Es ist so. Und ich würde gerne wissen, was du zu deiner Rechtfertigung sagen kannst. Ich glaube nicht, dass in dieser Sache irgendetwas zu rechtfertigen ist. Robert hat diesen Brief geschrieben, weil er nicht wollte, dass du ihm folgst und dabei womöglich dein Leben riskierst. Was war, als er zurückgekommen ist? Da war es ungefährlich. Welche Ausrede hast du dafür? Kannst du das nicht verstehen? Ich hatte mit Mama darüber geredet, weil ich nicht wusste, ob ich dir den Brief verschweigen soll. Kannst du dir nicht denken, wie mir zumute war? Also fragte ich dich, was du für Robert empfindest und du sagtest, dass er dir egal wäre, weil du mit Craig zusammen bist. Du hast mit Mom darüber geredet und bestimmt auch noch mit Cruz, hab ich nicht? Das ist toll. Arme kleine Kelly, lass sie im Dunkeln, dass wir sie nur nicht verwirren. Glaub mir, es war schrecklich, diesen Brief zu Hause zu haben. Schrecklich war auch, dass es mir unmöglich war, mit dir darüber zu reden. Ich wusste nicht mal, ob ich dir überhaupt etwas erspare, indem ich diesen Brief bei mir behalte. Ich wusste nur, dass ich irgendwann mal... hast du einfach für mich entschieden. Willst du mir sagen, dass du für Robert noch etwas empfindest? Ist es das, was du mir sagen willst? Du kriegst es nicht rein in deinen Schädel, oder? Es geht nicht um das, was ich empfinde. Der Punkt ist, dass ich nie die Wahrheit erfahren habe. Was mir blieb, war zu leiden. Und natürlich der Schmerz. Und der Gedanke, dass ich einen Mann so verzweifelt geliebt habe, dass ich mir alles nur einbilde, so sieht es doch aus, dank deiner Hilfe. Gott, hast du mich erschreckt. Wo warst du? Na unten, die Lage sondieren. Alles ist tipptopp. Perfekt vorbereitet für unseren geschätzten Ehrengast. Es sei denn, er entschließt sich nicht zu kommen. Du hast doch gesagt, es wäre so gut wie erledigt. Das ist es auch. Ich bin sicher, dass Miss Renfield mich angerufen hätte, wenn er es nicht schaffen würde. Dann brauchen wir uns nur zurücklehnen und abwarten. Und entscheiden, was du hiermit tun wirst. Richtig? Oh ja. Keine Sorge, ist nicht mal geladen. Nur um ihn außer Gefecht zu setzen. Bis wir ihn da haben, wo wir ihn haben wollen. Sehr viel besser. Haben Sie mir deswegen nahegelegt, zu verbrennen, was ich vorher anhatte? Ich bevorzuge eben dezentere Kleidung. Miss London hat gerade angerufen, der Wagen ist unterwegs. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich brauchen. In Ordnung. Ist noch was, Renfield? Haben Sie was vergessen? Kelly weiß Bescheid über den Brief, den du Cruz und mir geschrieben hast. Das hat sie mir erzählt. Wie lange hast du wohl gebraucht, um diese Sache zu inszenieren? Wovon redest du? Du konntest nicht einfach gehen und dich einmal in Würde geschlagen geben. Ich verstehe kein Wort. Na klar. Natürlich musste es etwas ganz Besonderes sein. Und das, damit du nicht als Verlierer abschneidest. Es musste in gute Absichten gekleidet sein.
Und sich später auszahlen, was es auch tat. Meine Schwester hasst mich in diesem Augenblick, ja. Genau wie du es vorhergesehen hast. Was soll das? Glaubst du im Ernst, ich hätte das alles voraussehen können? Ich dachte, du würdest den Brief vernichten, sobald du ihn gelesen hast. Ich konnte nicht annehmen, dass Kelly ihn je lesen würde, es sei denn, du zeigst ihn ihr. Ich wünschte, ich hätte es getan. Ich hätte ihn ihr zeigen sollen und sie hätte für sich selbst entscheiden können. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich es dir schulde, das zu tun, worum du mich gebeten hast. Ich wollte es so, um sie zu beschützen. Das weiß ich, aber jetzt denke ich, dass du wusstest, dass du zurückkommen würdest. Wahrscheinlich wusstest du, dass sie den Brief finden würde, oder du hättest ihr davon erzählt. Und für Kelly wäre eins wichtig, dass ihre Schwester ihn ihr vorenthalten hat. Nein, ich hatte ihr gar nichts gesagt. Der Fund dieses Briefes war ein ausgesprochener Zufall. Das beschleunigt den Prozess, nicht wahr, Robert? Nein, du irrst dich. Das war von mir nicht geplant, Eden. Das war schon immer deine Art, Menschen zu kontrollieren. Du hast dich zurückgelehnt, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und dabei zugesehen, wie alle vor dir kuschen. Das hast du nie getan. Und das hast du mir nie verziehen. Es tut mir leid, dass du meinetwegen Unannehmlichkeiten hattest. Was in diesem Brief stand, war die Wahrheit. Ich liebe deine Schwester. Und ich weiß, dass sie mich auch liebt. Deswegen werde ich nirgendwo hingehen, bis sie das nicht zugegeben hat. Haben wir die wirklich allein leer gemacht? Haben wir das? Ich kann es selber nicht fassen. Weißt du was? Jemand muss reingekommen sein und sich bedient haben. Muss ja wohl. Wer könnte es gewesen sein? Keine Ahnung. Ich will keinen Namen nennen, aber ich finde, Ginas Hund hat ein fürchterlich dummes Grinsen im Gesicht. Ach, Lionel, wie kriegst du es nur immer wieder hin, mich zum Lachen zu bringen? Ich weiß es nicht. Ist es die rote Nase oder sind es die karierten Schuhe? Du bist so ein Schatz. Wie schön, dass du mich aufmuntern konntest. Ach ja, mir ging's genauso. Ich komme halbtot hier rein, ein paar Minuten mit dir und ich fühle mich fast schon wieder wie ein menschliches Wesen. Willst du etwas essen? Noch etwas Wein? Ja. Wieso gehen wir nicht in den Orient Express? Die haben eine exquisite Weinkarte. Weißt du, eigentlich isst mir nicht nach so einem schicken Laden. Versteh das nicht falsch. Ich bin nur hergekommen, weil ich einfach in Ruhe ein Glas Wein trinken wollte und mich dann wieder auf den Weg zu meinem Rest Irish Stew machen wollte. Und ich verderbe dir alles. Du hast mich vor dem Irish Stew gerettet. Hey, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Denn Reste von Irish Stew sind hervorragend. Weil Irish Stew am besten schmeckt, nachdem es eine Weile gestanden hat. Heißt das, du würdest gerne zu mir kommen, um die Reste mit mir zu teilen? Wenn das so ist, von mir aus gern. Und vielleicht kann ich sogar mit einer guten Flasche Bordeaux aufwarten. Hey, hast du eine Vorstellung, wie lange es her ist, seit mich eine wunderschöne Frau gebeten hat, mit ihr nach Hause zu kommen und Essensreste mit ihr zu teilen? Ich fühle mich nicht nur geschmeichelt, ich bin einfach hingerissen. Ich liebe die Art, wie du redest. Jetzt komm, wir gehen. Gina, ich muss jetzt los. Soll ich dich fahren? Oh nein, mir gefällt die Atmosphäre hier sehr. Weißt du was? Geh du ruhig schon nach Hause. Ich werde mir dann später ein Taxi rufen lassen und Chester sorgt auch für mich. Bist du sicher? Ja. Okay, bis später. Komm jetzt, Chester. Lass uns gehen. Nichols. Ja? Inspektor Castillo von der Barbara Police. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ja, ich erinnere mich. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir alles tun werden, um herauszufinden, wer den Ärger auf Ihrer Demonstration verursacht hat. Sie haben schon jemanden verhaftet, oder? Ja, aber wir wissen noch nicht, für wen er gearbeitet hat. Meine Frau wollte sich mit Ihnen treffen. Wissen Sie, wo sie ist? Nun, sie ging ganz plötzlich weg, aber sie sagte noch, dass sie wiederkommen würde. Sie müssen der Vater der besagten Frau sein, habe ich recht? Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Das ist richtig, Sissy Capwell. Ihr Bild habe ich auch schon mal in der Zeitung gesehen. Entschuldige, Mr. C. Ich will nur kurz mit Tony sprechen. Wissen Sie, es wundert mich, dass Ihr Schwiegersohn sich so schwer damit tut, die Hintermänner des Attentats ausfindig zu machen. Angesichts dessen, dass er nicht sehr weit suchen müsste, oder? Ich
bitte um Verzeihung. Ich sprach eingehend mit Ihrem Sohn, Mr. Capwell. Ich weiß Bescheid über das Erholungszentrum, das Ihre Firma zu bauen plant. Und ich weiß, um wie viel Geld es dabei geht. Mr. Nichols, ich mag keine Bomben. Ich bin Geschäftsmann. Ich handle nicht mit Theatralik, das überlasse ich Ihnen. Das ist Ihr Stil. Und der Ihrer Kumpanen, die Unruhe stiften, wann immer Ihnen danach ist. Wir tun nur, was wir tun müssen. Wir haben das Recht, die rücksichtslose Vergewaltigung unserer natürlichen Ressourcen durch profitgierige Planer zu stoppen. Mr. Nichols, bevor Sie sich jetzt noch tiefer in die Ich-sag's-mal-nicht reiten, als Sie es sowieso schon getan haben, empfehle ich Ihnen rauszufinden, was die Architekten planen. Anstatt einfach davon auszugehen, dass Bulldozer jedes Tier und jede Pflanze einfach niederwalzen. Die Capital Enterprises arbeiten mit anerkannten Architekten zusammen und wir werden uns an die Bestimmungen halten und an die Vorschriften. Ist das klar? Ja, es ist klar, dass Sie sich an die Buchstaben des Gesetzes halten, aber Sie übersehen, worum es geht. Zum Beispiel, dass hier bereits genügend Erholungsmöglichkeiten existieren. Es gibt hier so viele Hotels und so viele Freizeitanlagen, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Was hier wirklich nötig ist, ist Platz zum Atmen. Tja, aber zu dumm, dass Sie damit kein Geld machen können, denn sonst wären Sie auf unserer Seite. Es ist wohl besser, Sie entschuldigen mich, Mr. Nichols. Und sich selbst. Das nächste Mal koche ich für dich. Ah ja? Entschuldige, damit wollte ich nicht sagen, dass wir daraus eine Gewohnheit machen sollten. Das sehe ich genauso. Weil andere Menschen möglicherweise auf diese wundervolle Freundschaft sehen, die wir haben, und sie völlig falsch interpretieren, verstehst du? Komisch, dass du das erwähnst. Ich habe oft wieder und wieder darüber nachgedacht. Aber erst jetzt wird mir die Bedeutung jenes Briefes klar. Ja, ich habe Erinnerungen. Ich erinnere mich an Dinge, die ich lieber vergessen möchte. Zum Beispiel, wie ich mich fühlte, als ich den Brief erhielt. Wie eine Welt für mich zusammenbrach und ich weinen musste. Wie ein Kind. Ich erinnere mich, wie ich es als berechtigte Strafe dafür empfand, dass meine Gefühle für dich außer Kontrolle geraten waren. Lionel. Aber was soll's? Das war's wohl, was mir damals entgangen ist. Ich hatte mich einfach übernommen mit dem Gerede von Hochzeit und Verpflichtung. Weil tief im Innern habe ich nicht geglaubt, dass ich dich verdiene. Dass ich deine Liebe verdiene. Ergibt es einen Sinn? Aber das ist lange her. Wir haben nicht gewusst, was wir tun. Ja, das machte unsere Gefühle nur nicht weniger real. Nein, die waren sehr real. Ja. Nur bestimmt waren wir nicht füreinander. Was ist schon für uns bestimmt? Sonnenuntergänge? Wilde Blumen? Hill Street Blues? Spielst du das da etwa für mich? Es ist das Radio, Lionel. Ich kann nicht beeinflussen, was gespielt wird. Ja, das ist wohl so. Dann muss das bedeuten, dass eine höhere Macht das bestellt hat. Und sollten wir nicht einfach dazu tanzen und dem Schicksal eins auswischen? Ich liebe die Art, wie du redest. Halt jetzt den Mund und tanz. Folgende Bedingung. Sie zeigen mir das Material und wenn es mir gefällt und ich noch dabei sein will, werde ich den Kommentar für Sie sprechen. Ah, Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Robert. Aber ich habe nicht weniger erwartet und habe mich entsprechend vorbereitet. Ich habe das Band schon in den Videorekorder getan, also machen Sie es sich bequem. Und ich hole die Fernbedienung. Wo habe ich sie bloß wieder hingelegt? Thank you.
schnell! Denn wir müssen ihn nach unten schaffen. Gib mir eine Minute. Quinn! Alleine. Ich werde dem Fahrer sagen, dass du in Kürze fertig bist, okay? Mein Gott. Das bist wirklich du. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Am Wochenende wurden dort Lichterketten aufgehängt, weißt du noch? Rote und blaue Lichter. Rote und blau, ja. Moment. Paranüsse. Paranüsse in der Schale. Wir haben sie mal geknackt, stimmt's? Und dann hast du mir diese wirklich dummen Elefantenwitze erzählt. Du hast gesagt, sie wären klasse. Ich hielt fast alles, was du gesagt hast, für... Für was? Magie. Ja, das war es wirklich. Ich meine die Lichter, die Musik. Der Geschmack. Der Geschmack von Salzwasser. Salzwassertoffees. Dir. Mein Gott, wie wunderbar. Das waren... glückliche Tage, von denen wir dachten, sie würden nie enden. Na, wie ist es gelaufen? Grinfield. Wen haben Sie erwartet? Etwa Madonna? Nein, das ist nur, weil es so spät ist. Ich bin überrascht, dass Sie noch hier sind. Es ist erst 8 Uhr. Ich bin immer bis 9 hier. Das wissen Sie doch. Ja, aber ich dachte mir eben, heute Abend wäre eine Ausnahme. Machen Sie Witze? Ich musste doch wissen, wie es gelaufen ist mit Deborah Landon. Haben Sie ihr das Leben schwer gemacht oder waren Sie ein braver Junge? Eher kooperativ. Ja, es lief einfach rund, wie ein Uhrwerk. Thank you.
ist nur meine ganz persönliche Art, weil ich nicht mit dir Schritt halten kann. Setz dich. Oh, Junge, ist das blöd. Das war wirklich dumm. Ich meine, wie konnte ich nur über diesen Felsen stolpern? Aber das wird schon wieder. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich habe nicht aufgepasst. So war's wahrscheinlich. Ich würde dir gern was vorschlagen. Tu es. Es wird dir vielleicht nicht gefallen. Wie wär's, wenn du versuchst, deine Schwester wiederzufinden? Vertrag dich mit ihr, bevor du dir noch mehr antust. Das ist nicht so einfach. Möglicherweise nicht, aber vielleicht entwickeln sich die Dinge zum Positiven, wenn du einen Fehler zugeben würdest. Alle sagen, es war nicht richtig, ihr den Brief nicht zu zeigen. Ich weiß, ich weiß. Zuerst fand ich dein Verhalten richtig. Doch als Robert in die Stadt kam, fing ich auch an zu zweifeln. Dass er wieder in die Stadt gekommen ist, hat die Sache nur noch schlimmer gemacht. Natürlich war es Roberts Pflicht, dir von dem Brief zu erzählen und auf keinen Fall meine. Ich weiß, ich bin auch auf deiner Seite. Da ist eine Nachricht, vielleicht ist sie von ihr. Ach. Ganz sicher nicht. Hi Leute, hier ist Rick. Tut mir leid, Cruz, dass ich dich schon wieder verpasst habe. Es sieht so aus, als ob ich mich bei dir entschuldigen muss. Aber das wird warten müssen, weil ich im Begriff bin, geschäftlich übers Wochenende wegzufahren. Ich muss mit dir unter anderem über Jack Salas reden, wenn ich wiederkomme. Also dann, mach's gut. Ich melde mich wieder. Ciao. Wieso hat Rick nicht gesagt, wo er hinfährt? Jack Salas ist doch der Kerl, der die Bombe bei der Demonstration geworfen hat, richtig? Das ist der, mit dem Rick gesehen wurde. Und ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wieso. Oh. Denkst du, er meidet dich absichtlich? Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Wieso sind Sie im Gefängnis gelandet, Deborah? Sehen Sie doch genau hin, Robert. Was ist das hier? Wo bin ich? Das hier ist Ihr neues Zuhause. Hier wohnen Sie in Zukunft. Oh. Keine Angst, das sind nur die Drogen, die Sie spüren. Ich musste Sie mit einer Beruhigungspistole anschießen, damit Sie mir keinen Ärger machen, während ich Ihre neue Wohnung vorbereite. Was soll das sein? Eine Entführung? Hä? Ist die Fernseharbeit nicht lukrativ genug? Fordern Sie etwas Lösegeld für mich? Hä? Das ist keine schlechte Idee. Ich hätte meinem Instinkt trauen und Sie am ersten Tag, an dem Sie mir begegnet sind, an die frische Luft setzen sollen. Hey. Ich rate Ihnen, tun Sie das nie wieder, Robert, weil ich Sie sonst das nächste Mal erschießen werde. Dann sind Sie um 11 mit dem Lieferanten verabredet. Mittagessen mit Harvey um 12:30. Mein Investmentbanker. Richtig, Harvey. Und das wichtigste Ereignis des Tages ist Ihr Termin bei Dr. Odenwald. Den Termin können Sie canceln. Ich fühle mich schon sehr viel besser, danke. Canceln? Ich musste ihm meinen Erstgeborenen versprechen, um so schnell einen Termin für Sie zu bekommen. Ich habe Neuigkeiten. Sie können Ihr Baby behalten. Sie können Ihre Wurzelbehandlung nicht immer wieder verschieben. Hören Sie, ich kann es noch ein bisschen ohne diese Operation aushalten. Die Schmerzen sind nicht mehr so wild, aber ich habe noch sehr viel Arbeit, das wissen Sie doch. Oder vielleicht sehr viel Angst? Hören Sie, sagen Sie den Termin einfach ab, Renfield. Bitte. Bitte? Hm. Kein Problem. So für deine Gedanken, Signorita. Streich das, ich kann mir schon denken, wie die aussehen. Dann wärst du aber überrascht, denn in diesem Moment war ich in Gedanken bei dir. Es ist zu spät, Kelly. Ich bin schon der Fremdenlegion beigetreten. Ich habe zwar versucht, Bobby zu mitkommen zu überreden, aber er ist nicht so dumm. Du hast mich schon immer zum Lachen gebracht. Ich bin gern für dich ein Clown, auch wenn das alles ist. Sowas solltest du nicht sagen. Entschuldige, manchmal vergesse ich, dass ich ein guter Verlierer sein wollte. Ich schwöre dir. Mir liegt noch immer sehr viel an dir, Crane. Und wo ist Robert? Ist er nicht hier, um seinen Triumph zu feiern?
Oh. Hallo. Das ist für dich. Danke. Ich habe so eine Szene schon mal im Film gespielt. Und wie hast du sie gespielt? Naja, sehr peinlich berührt und überspitzt höflich. Ich sagte, oh mein Gott, was ist passiert? Was haben wir gemacht in dieser Nacht, so in etwa? Ja, ich dachte, ich hätte all deine Filme gesehen. Wie hieß er denn? Weißt du das noch? Ehebrecher. Den habe ich wohl verpasst. Doch die Situation war wohl etwas anders. Denn keiner von uns ist momentan verheiratet. Richtig. Und unter anderen Umständen hätten wir uns sicher nicht weniger zueinander hingezogen gefühlt. Und wir teilen auch ein Leben voller Erinnerungen miteinander. Das ist richtig. Richtig? Richtig. Richtig. Und ich glaube auch nicht, dass jemand etwas davon erfahren wird. Also werden wir auch niemandem wehtun. Oh nein, was soll das? Das weiß ich doch alles. Wieso fühle ich mich dann schuldig? Hast du irgendetwas über Sellers rausgefunden? Nichts. Er wartet darauf, dass sein Anwalt wieder in der Stadt ist. Ich habe Boswell beauftragt, in seiner Vergangenheit rumzuwühlen. Er hat nichts gefunden. Keine Vorstrafen, keine Haftbefehle. Weißt du, ich glaube nicht, dass Rick etwas mit einer Bombe zu tun hat. Das glaube ich auch nicht. Seit dein Vater wieder in die Stadt zurückgekommen ist, hat sich Rick unheimlich verändert. Ja, das habe ich auch bemerkt. Wir zwei haben bis vor kurzem keine normale Unterhaltung mehr geführt. Es war immer so, dass er war immer der Lockere und ich war der Diszipliniertere. Ich habe ihn dafür gehasst, weil er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich das tun musste. In der letzten Zeit hat sich das wahnsinnig geändert. Ich meine, von dem Augenblick an, wo wir eine Weile getrennt waren. Und von dem Moment an hat er den Spieß umgedreht und mir gesagt, was ich machen soll. Das weiß ich doch. Ich habe vermieden, ihn wegen dieses Barkeeper-Jobs zu nerven, denn ich bin immer noch der Meinung, dass er nach wie vor dabei ist, sich selbst zu finden. Ich kann nur hoffen, dass er bald auf dem richtigen Weg ist und nicht immer jedem glaubt, der daherkommt und von schnellem großen Geld für wenig Arbeit redet. Irgendwann muss er ja erwachsen werden. Gut so? Doch diese Schwäche hat er leider. Ja, das ist wahr. Okay. Danke. Ich werde die Socken drüber ziehen. Ach, weißt du, ich wünschte, dass Kelly sich nicht fortwährend mit Leuten einlassen muss, mit denen sie sich nicht einlassen will, das wäre schon ein großer Fortschritt. Aber sie wird auf keinen Fall für die Fehler, die sie gemacht hat, ins Gefängnis geworfen. Wenn sie natürlich wieder anfängt, im Übermaß Champagner zu trinken und dann Auto zu fahren, kann ich für nichts garantieren. Ach. Gott sei Dank ist sie inzwischen wesentlich reifer geworden. Und ich habe das Gefühl, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen will. Das ist richtig, der Meinung bin ich auch. Und ich will auf keinen Fall zwischen ihr und Robert stehen. Tja, dann wäre es besser, wenn du dich zurückhalten würdest. Sie sollte sich beruhigen und alles überdenken. Ich glaube, du hast recht. Ich hätte da auch eine Idee. Ah, ei. Ich werde es mal versuchen. Hat er nicht gesagt? Nicht so richtig. Und worauf wartest du noch? Wieso sagst du mir nicht, was ich tun soll? Du hast mich doch durchschaut. Nun, ein Mann in meiner Position könnte vielleicht denken, dass du dir nicht ganz so sicher bist, was deinen guten Robert betrifft. Sicher ist das Letzte, was ich bin. Da bist du nicht die Einzige. Greg, ich habe das Gefühl, dass du mich zu Robert hintreibst, oder stößt du mich einfach nur weg? Kelly, ich will nichts weiter, als dass du akzeptierst, was du schon weißt. Wenn du das nicht tust, wirst du für niemanden gut sein. Und schon gar nicht für dich, wenn du verstehst, was ich meine. Und was ist mit dir? Ich überleb's. Doch frag mich jetzt nicht, ob wir Freunde bleiben können, okay? Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Soll ich ihn etwa anrufen? Hör zu, von jetzt an wirst du das allein erledigen müssen. Gewöhn dich dran. Wo willst du denn hin, Craig? Zur Fremdenlegion. Eine moderne Art von einem Business her. Ich arbeite in einer Galaxie weit weg von hier. Ach, komm schon. Sag mir, wo dieser Job ist. Wieso ist das wichtig? Ich würde sagen, es ist wichtig für mich. Kelly, ich habe dir vielleicht den falschen Eindruck vermittelt, doch du bist auf keinen Fall verantwortlich für mich. Es ist mein Leben. Ich mache mir darüber keine Sorgen. Und du solltest es auch nicht. Ich sollte es vielleicht nicht sagen. Und du wirst wahrscheinlich glauben, dass ich mit dir spiele. Ich werde dich vermissen.
Hofbase. Und wieso breche ich das Brot mit ihm? Nun, wir machen das wegen deiner wertvollen Meinung und wegen deines Seelenfriedens. Du hast Vorbehalte gegenüber diesem Projekt. Es ist doch besser, den gefräßigen Löwen zu erlegen, bevor er sich in ein anderes Revier verdrückt. Wieso treffen wir den Löwen nicht erst nach meinem Meeting? Denn dann habe ich auch die Munition. Es gibt noch viele von ihnen. Keine Sorge. Das ist aber sehr untypisch für dich. Normalerweise tust du erst was und dann... Ich versuche all das zu ändern, doch du machst es mir sehr schwer. Ich sagte nur, dass ich informiert werden will und nicht, dass ich in deiner Westentasche mit herumreisen wollte. Ich würde dich sehr gerne in meiner Westentasche herumtragen und dich herausnehmen und streicheln, wann immer ich es will. So wie eine goldene Uhr? Ja, und befestigt an einer goldenen Kette, damit ich dich nicht verlieren kann. Mein überaus wertvoller Besitz. Jetzt bin ich dein Besitz und bald dein Vermögen. Wäre das denn so furchtbar? Nenn mich altmodisch, aber ich wäre lieber dein Schätzchen oder dein Häschen oder dein Lämmchen. Oder deine Liebessklavin oder dein Gummibärchen. Nein, das wäre zu niedlich. Wie spät ist es? Ungefähr 12 Uhr. Welcher Tag ist heute? Es ist der Tag nach unserem letzten Treffen. Ist Ihr Erpresserbrief schon abgeschickt? Hören Sie, Robert, zuerst klären wir ein paar Dinge, weil Sie hier eine Weile wohnen werden. Alles, was Sie zurzeit benötigen, ist in dieser Zelle. Ich werde Ihnen zweimal am Tage Essen bringen und das werden Sie ohne Messer und Gabel zu sich nehmen, aus absolut verständlichen Gründen. Sie werden Musik hören können, etwas zu lesen kriegen, ein paar Kreuzworträtsel, natürlich nur, wenn Sie es wollen. Aber eins werden Sie auf keinen Fall kriegen. Information, die zu bekommen, können Sie vergessen. Sie vergessen, dass Renfield Beweise haben will, bevor sie irgendein Lösegeld herausgibt. Ich bringe Ihnen was zu essen, wenn Sie wollen. Wer steckt hinter der kleinen Komödie? Sie haben heute die Wahl zwischen Thunfischsalat und Roast Beef. Das ist eine unheimlich ausgefeilte Einrichtung für eine simple Entführung. Sie hätten mich genauso gut mit Handschellen an ein Bett fesseln können. Was davon wollen Sie? Ich habe eine bessere Idee. Wieso lassen wir die Mittelsmänner nicht weg? Ich meine, ich kann dann schneller an mein Geld ran als irgendjemand anders. Außerdem hat die gute Renfield nicht Zugang zu allen meinen Geldquellen. Ich kann sofort einen Scheck ausstellen oder ein Telefonat führen und Sie haben alles Geld, was Sie wollen, innerhalb von 24 Stunden. Wie viel würden Sie rausrücken? Wie viel wollen Sie denn? Hören Sie, ich halte das nicht aus. Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe einen ganz besonderen Grund, warum ich im Moment nicht aus dem Verkehr gezogen sein will. Oh, ich bin mir sicher, dass Renfield sich sehr gut um Ihre Geschäfte kümmern wird. Meine Sie ist Geschäfte eine sehr egal! Ich will hier raus! Ich will hier sofort raus! Ja, würden Sie mir bitte eine Kopie des Bar Industries Prospektes geben? Das kann ich nicht. Wie meinen Sie das? Die sind noch beim Drucker. Sie haben den neuen Prospekt doch gerade erst zusammengestellt, bevor Sie nach Argentinien geflogen sind. Ach ja, richtig. Aber Sie haben eine Kopie der Kalkulation, nicht wahr? Und die würde ich mir gern mal ansehen, ja? Sie lassen nach. Normalerweise behalten Sie derartige Fakten und Zahlen. Ich werde alt. Vielleicht sollte ich mal eine Frischzellenkur machen. Sowas wirkt manchmal Wunder. Craig Hunt, hä? Renfield, wollten Sie nicht Mittagessen gehen? Das habe ich schon. Dann essen Sie eben zu Abend. Wieso soll ich nicht noch mal essen? Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber vergessen Sie nicht, dass Zahnschmerzen diesen Mann verwirren. Also, lass uns an die Arbeit gehen. Das wird nichts, Bobby. Ich habe gekündigt. Wie meinst du das? Hör zu, es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht weißt, woher der Wind weht. Also vergib mir, wenn ich den Festlichkeiten nicht beiwohne. Warte, was ist, wenn ich dir mehr Gehalt biete? Dir deine miesen Scheine sonst wohin stecken, Bobby! Du brauchst mich nicht und ich dich auch nicht, also mach mir nichts vor. Weißt du, es gab eine Zeit, da habe ich dich angesehen und darüber gestaunt, wie dir einfach alles in den Schoß gefallen ist. Doch hierfür, mein Lieber, wirst du hart arbeiten müssen. Sehr hart. Also versau es nicht. Denn ich komme nicht wieder zurück. Nicht für alles Geld der Welt würde ich wieder herkommen. Craig, wenn du deine Meinung ändern solltest, ich bin mir sicher, dass wir uns einigen könnten.
Ja? Wir müssen uns sehen. Komm in einer Stunde in den Polo-Club. Wir haben ein Problem. Ich komme. Ich werde sie ein Weilchen allein lassen und es nützt nichts, wenn sie schreien. Der Raum ist absolut schalldicht. Hey, Deborah! Dafür werden Sie bezahlen, das schwöre ich Ihnen! Meine Güte, hier sieht's aber wirklich furchtbar aus. Oh, warte, ich helfe dir. Ich verhalte mich genau wie diese Frau im Film. Das tust du, weil du das gelernt hast? Nein, weil ich mich schrecklich unwohl fühle. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, aber das geht nicht. Okay. Wie weit zurückdrehen? Vor die Zeit, bevor wir uns verliebt haben oder bevor wir uns kennengelernt haben oder bevor wir uns das erste Mal begegnet sind? Hm? Und den Spaß vergessen? Um nichts in der Welt möchte ich das. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich Augusta dabei wehgetan habe. Vergiss sie nicht. Es sieht aus, als würden wir uns wie ein Magnet anziehen, wenn es schwierig wird, nicht wahr? Was ist denn? Ich habe mich gerade an was Komisches erinnert. Oh Mann, wir hatten uns gerade getrennt. Wir hatten uns geschworen, uns wegen unserer Familie nie wieder aufeinander einzulassen. Und dann hatten Augusta und ich einen furchtbaren Krach wegen irgendwas. Aber ich weiß noch, wie ich durch den Tunnel ging. Und niemals erwartet hatte, dich dort zu sehen. Doch, ich war da. Ja. Ich war da, weil mein gutes CC wieder mal bei einem Geschäftsessen war, zu dem er schon seit Wochen ging. Ich sagte zu dir, die Wasserleitung wäre undicht. Und ich sagte, ich hätte einen Ohrring verloren. Ja, und ich habe dir suchen geholfen. Ja, aber wir haben ihn nicht gefunden. Und dann haben wir beide an die Decke gesehen und diese undichte Stelle gesucht. Und dann ist dir was ins Auge gefallen. Ganz richtig. Und du hast es rausgeholt. Es scheint mir so, als ob, also wenn ich mich richtig erinnere, sind wir die ganze Nacht in dem Dorf. Ja, das waren wir. Aber hör mal, wir können uns nicht jedes Mal in die Arme fallen, wenn es irgendwie schwierig für uns wird. Ach, wirklich? Würdest du mir vielleicht mal eine Frage beantworten? Wann war es das letzte Mal, dass wir uns in die Arme gefallen sind? Wann ist das gewesen? Ich meine, letzte Nacht war eine außergewöhnliche Situation. Wir beide haben uns einsam und verletzt gefühlt. Und dabei haben wir uns zufällig getroffen. Lionel, ich will doch nur nicht, dass dieses Erlebnis unsere Freundschaft... Das wird es auf gar keinen Fall. Niemals. Wir hatten ein wunderbares Erlebnis. Und ab heute geht alles wieder seinen normalen Gang. Was auch immer das ist. Friedensangebot. Es tut mir leid. Karamell mit Walnüssen. Die hast du als Kind immer sehr gern gemocht. Ja, ich weiß. Und du hast sie mir immer gegeben, wenn du mich mal wieder zum Weinen gebracht hattest. Und ich habe dir immer vergeben, weil ich mich von dir so liebevoll behandelt fühlte. Ich weiß, ich habe meine Launen immer an dir ausgelassen, weil Mom nicht da war, an der ich sie hätte auslassen können. Was für eine Entschuldigung hast du heute?
Kelly, hör zu, ich weiß nicht, was ich zu meiner Verteidigung sonst noch sagen könnte. Ich hätte dir diesen Brief nicht verschweigen sollen. Ich habe es aus Respekt vor Robert getan. Ich wünschte, er hätte uns den Brief gar nicht erst geschickt. Und ich wünschte, er hätte mich und Cruz niemals in eine solche Situation gebracht. Doch er hat es getan und das habe ich ihm gesagt. Du hast mit Robert darüber gesprochen? Ja, ich habe ihm gesagt, dass er uns in eine furchtbare Situation gebracht hat. Was hat er gesagt? Nun, dass er dich liebt. Und, glaubst du ihm? Er empfindet offensichtlich sehr viel für dich. Die Frage ist, ob du glaubst, dass er mich liebt. Kelly, ich kann nicht verstehen, wieso du so wütend auf mich bist. Aber nicht auf Robert. Weil das hier nicht einfach ein Missverständnis zwischen dir und mir ist. Das ist ein andauernder Machtkampf. Du willst mich kontrollieren, nichts weiter. Aber das siehst du falsch, das wollte ich nie. Ich meine, wenn ich dir das vermittelt habe, dann würde ich sofort damit aufhören. Aber ich kann das nicht allein. Das geht nicht ohne deine Hilfe. Oh, tut mir leid. Ich bin nicht verantwortlich für deine Probleme mit Geschwisterrivalitäten. Geh zum Psychiater. Wieso müssen wir nur Feinde sein? Ich meine, haben wir so etwas nötig? Wir zwei haben mehr füreinander gefühlt als alle anderen Geschwister, die ich kenne. Ja, wenn ich getan habe, was du wolltest. Nun, das scheint oberflächlich betrachtet eine großartige Sache. Aber es ist ein fortwährender Kreislauf, der mich wahnsinnig macht. Du strahlst diese Selbstzufriedenheit aus, die widerlich ist, Eden. Du weißt alles, du kennst sogar Roberts geheimste Gedanken, nicht wahr, Verehrteste? Das kannst du mir doch nicht vorwerfen, Kelly. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, so sehr ich mir das wünschen würde. Und wenn ich sie ändern könnte, würde ich es mit Sicherheit tun. Und soweit es mich angeht, kann ich nur sagen, du irrst dich. Und du bist nur deshalb wütend auf mich, weil du glaubst, dass Robert mich zuerst geliebt hat. Ich bin wütend auf dich, weil ich denke, dass Robert dich immer noch liebt. Entschuldigen Sie bitte. Nicht doch, Cassie, keine Sorge. Meine Schwester wollte mich gerade verlassen. Ganz recht. Ich frage mich, wie viele dieser Manager-Typen Geschäftspartner sind. Möglicherweise hätte ich mich etwas besser vorbereiten sollen. Was ist passiert? Wieso wolltest du mich so dringend sehen? Craig Hunt hat gekündigt. Wieso? Ich weiß nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, irgendeine Frau hat etwas damit zu tun. Was auch immer der Grund ist, ich brauche ihn. Nur er kann mich durch dieses Labyrinth führen. Du hast doch noch Renfield. Die ist noch furchtbarer. Die Frau wollte mich heute unbedingt zu einem Zahnarzttermin schicken. Vielleicht hat sie unsere Röntgenbilder verglichen. Wir sind wahrscheinlich ohne Hunt besser dran. Und wieso das? Er ist wahrscheinlich gefährlicher als diese Renfield. Sie war schon immer verliebt in Robert. Sie würde einen Fehler von dir höchstens als Charakterschwäche ansehen. Diese Frau ist ganz bestimmt effektiver. Ich hoffe, du weißt, wovon du sprichst. Und wie geht es meinem Zwilling in seiner neuen Umgebung? Wie erwartet. Und wie geht's meiner kleinen Flame? Geht's ja auch wie erwartet? Es ist ziemlich unheimlich, ihn zu bewachen. Ich muss mir immer wieder sagen, dieser Mann ist nicht wie du. Ich rate dir gut, nie zu vergessen, wer der wahre Queen ist. Ist das klar? Haben wir uns verstanden? Darüber mach dir keine Sorgen. Ich bin froh, wenn das Ganze vorbei ist. Es ist vorbei, wenn dieser Typ nicht mehr lebt. Erst dann ist es vorbei. Ich gehe lieber zurück zu unserem widerwilligen Gast. Ja. Durch dieses Lokal zu gehen, ist wie ein Spießrutenlauf. Oh, Mr. Barr, was für ein Zufall. Wir sitzen hier mit meinem Architekten zusammen und diskutieren Ausbaupläne für das Strandgelände, über das wir beide uns vor längerer Zeit gestritten haben. Ja, Mason, ich würde mich gerne am Gespräch beteiligen. Doch wir haben noch eine Verabredung. Es geht jetzt leider nicht. Würden Sie uns entschuldigen? Sicher. Es war schön, Sie zu sehen. Oh, ganz meinerseits. Eigenartig. Reden Sie bitte weiter. Durch diese besondere Einrichtung wird die Kepwell-Oase zu einer großen Sehenswürdigkeit. Und was sie noch mehr zu einer Sehenswürdigkeit machen wird, sind die ökologischen Schutzvorrichtungen. Wie zum Beispiel diese in sich geschlossene Abwasseraufbereitungsanlage. Wir sind entschlossen, die Einwirkung auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und die vorhandene Topografie zu verbessern. Und auf keinen Fall zu stören. Zerstört denn eine 18-Loch-Golfanlage nicht die Topografie? Ja, man braucht nun mal ein paar von diesen Einrichtungen, sonst könnten wir es ja nicht Erholungsort nennen. Nach diesen Zeichnungen habe ich das Gefühl, dass die Gebäude sehr nah an der Küste das liegen. Das schon, aber wir halten uns genau an die Vorschrift. Im Grunde kann der gesamte Komplex auch ein bisschen nach hinten gezogen werden. Na ja, dann kämen wir aber zu nah an die Vogelschutzgebiete und das wäre nicht gut. Ach so,
ist das? Wir würfeln also um die Schutzgebiete oder die Küste? So würde ich das nicht sehen. Wir würfeln nicht. Wir diskutieren, um die beste Möglichkeit zu finden. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Mir scheint, als ob die Objekte zu nah an das Schutzgebiet gebaut werden. Ich meine, wisst ihr eigentlich, dass es bestimmte Seevögel gibt, die schreckliche Angst vor Menschen haben, sodass ihre Fortpflanzung und die Futtergewohnheiten gestört werden würden? Hör zu, die Menschen, die dort leben werden, haben Millionen von Dollar für den Naturschutz ausgegeben. Sie haben das nicht getan, um die Natur wieder zu zerstören. Und was ist mit einer Grünanlage? Ist die geplant? Natürlich wird es die geben. Dann ist Ihnen sicher auch klar, dass die Pestizide, die Sie benutzen, um die Insekten von den Blumen fernzuhalten, zum Schutzgebiet hinüberziehen werden. Und das ist mit Sicherheit schädlich für die Natur. Das wird auf keinen Fall in Betracht gezogen. Vielmehr diskutieren Martin und ich, ob wir die Möglichkeit haben, eine Kuppel über das gesamte Gebiet zu bauen. Eine Kuppel? Wie beim Astrodom? Sowas in der Art überlegen wir, ja, genau. Julia, der Punkt, den ich rüberbringen will, ist, dass wir gewillt sind, gewisse, nun ja, Kompromisse zu machen, wo immer es möglich ist, um die optimale Lösung zu finden für all die Probleme, damit wir alle stolz auf unser Projekt sein können. Ich will, dass die Capwell-Oase ein Modell für viele andere Erholungsgebiete wird. Und zwar auf der ganzen Welt. Lieutenant Boswell schickt Ihnen das. Neue Erkenntnis im Fall Sellers. Kann der die Liste besorgen, die ich haben wollte? Ja, die ist dabei. Die Mitarbeiter der Omega Bohr Company, wo dieser Sellers Lagerarbeiter gewesen ist. Okay, vielen Dank, Robert. Und sagen Sie Rick schöne Grüße. Und wir sehen uns irgendwann. Okay. Peter Lombard, Gary Coleman, Mary Kendall, Hannahman Capote, Ferner Ricardo Castillo. Wie wär's, wenn wir nachher etwas trinken gehen? Nein, danke. Ich möchte lieber lesen. Dann eben nicht. Hey, ich hab nicht gedacht, dass ich dieses hübsche Gesicht je wiedersehe. Ach ja? Na, sind die Notizen für Mr. oder Mrs. Capwell? Mrs. Julia, sie war und bleibt eine engagierte, leider abwesende Helferin. Sie wollte den Workshop besuchen. Sie kommt morgen mit dem Flugzeug nach. Oh, ich freue mich, Sie zu sehen. Wissen Sie, Sie und Ihr Mann haben wirklich eine interessante Beziehung. Es geschieht nicht oft, dass ein Ehepaar bei einem so heißen Thema verschiedener Ansicht ist. Mason ist nicht einer von diesen gierigen Landaufkäufern, von denen Sie dauernd sprechen. Doch er hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen. Er ist C.C. Capwell's Sohn und obendrein sein Geschäftspartner. Und er ist auch der Hauptverfechter dieser Capwell-Oase, die sicher Meilen von Küstengebieten zerstört. Naturschutzgebiete, wie Sie ja wissen. Was haben Sie zu seiner Verteidigung zu sagen? Sie kennen ihn doch gar nicht. Mason ist mit Sicherheit ein sehr brillanter und sensibler Mann. Und er ist auch sehr ambitioniert. Er ist mit Sicherheit nicht Dash Nichols. Aber ich denke, er ist trotzdem fähig, auf seine Art wundervolle Dinge in seiner Welt zu vollbringen. Er ist was Besonderes. Okay. Ich denke, ich habe keine Chance. Wie meinen Sie das? Bei Ihnen. Nun, wissen Sie, für mich ist er nicht nur ein Bruder, sondern auch mein Arbeitgeber. Und ich bin auch mit seiner Frau sehr gut befreundet. Nun, wenn Sie nicht gegen uns sind, vielleicht hätten wir dann eine Chance, dass Sie für uns arbeiten. Wir sehen uns später, Cassie. Bis dann. Sieh mal, wer da gekommen ist. Angezogen sieht er doch etwas anders aus. Hey, ich dachte, du magst Lionel. Tu ich auch. Er ist ein liebenswerter Kerl und ein Schurke. Genau mein Typ. Doch irgendwie hat es zwischen uns nie so richtig gefunkt. Das Timing war wahrscheinlich nicht gut. Ich würde lieber einem anderen eins auswischen, aber so ist das nun mal. Manchmal darf man eben nur an sich denken. Er sieht hier rüber. Hi. Autovermietung, was sagen die? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, außer bitte versuchen Sie es weiter. Ja, Sie wissen ja, wo ich bin. Wiederhören.
Wie lief es mit Kelly? Naja, ich habe es geschafft, alles noch viel schlimmer zu machen. Was ist bloß mit meiner Familie los? Was sind denn das nur für Leute? Manchmal ist es besser, der Familie aus dem Wege zu gehen, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Und vielleicht ist das hier so ein Zeitpunkt. Hast du herausgefunden, worüber Rick da gesprochen hat? Nein. Victor versucht gerade herauszufinden, wie er die Stadt verlassen hat. Doch bis jetzt gibt es keinen Hinweis. Weder ist er geflogen, noch mit dem Auto gefahren. Vielleicht hat ihn jemand mitgenommen. Schon möglich. Ich habe was rausgefunden, was schwer zu verstehen ist. Es sieht so aus, als ob Rick ein paar Monate als Nachtwächter im gleichen Werk angestellt war, an dem Jack Sellers gearbeitet hat. Das könnte bedeuten, dass er sich mit Jack nur unterhalten, aber sonst nichts mit ihm zu tun hat. Es könnte sich auch anders verhalten. Hast du Sellers schon gesprochen? Ja, doch er weiß nicht mehr, ob er mit Rick bei der Demonstration gesprochen hat. Er meint, der Tag wäre wie ein schwarzes Loch. Er hat absolut keine Erinnerung. Er weiß auch nichts mehr über den Bombenanschlag und ob er ihn allein ausgeführt hat oder mit jemand anderem. Wie wär's, wenn du Tony anrufst? Ja. Gute Idee. Ich wette, sie weiß sehr viel mehr über Ricks Job, als sie zugeben will. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir kommen gleich an unserem Ziel an und wenn wir die Unterkunft bezogen haben, werde ich euch in Gruppen aufteilen für euren ersten Workshop. Und wenn ihr dann immer noch auf den Beinen seid, tut, was ihr wollt. Alles klar? Schatz, da bist du ja. Und wie geht's, Samantha? Sie wurde von einer Biene gestochen. Die arme Kleine. Tut mir leid, dass du nicht bei ihr bleiben konntest. Aber Price müsste jeden Moment hier sein. Ich wäre zu Hause geblieben, aber der Arzt meinte...